Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Kingdom Hearts. Tja, Freunde, letztes Mal haben wir an einem Turnier teilgenommen, ja, und da kläglich versagt, weil Cloud, ja, der Hauptcharakter von Final Fantasy VII, uns einfach mal aus dem Rennen gekickt hat, und zwar im finalen Kampf. Tja, Cloud wurde allerdings von Cerberus kaputt getrampelt und Herkules konnte in letzter Sekunde noch eingreifen, ja? Und wir konnten fliehen. Tja, jetzt stehen wir hier mit null Ahnung, was da drin gerade abläuft, aber ganz ehrlich, wir können Herkules nicht alleine lassen. Tja, Freunde, jetzt ist das so eine Sache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den bevorstehenden Kampf gewinnen kann, wenn ich sogar gegen Cloud verliere. Ja? Wie will ich dann gegen Cerberus antreten? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich den Kampf schaffen kann. Ich werde ihn auf jeden Fall versuchen. Wenn wir ihn nicht schaffen, kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Es dürfte sich aber auch als sehr, sehr schwer erweisen, da ich ein bisschen unterlevelt bin und der Gegner so an sich schon ein sehr, sehr starker Gegner ist. Also, ich würde sagen, wir gehen los und greifen Herkules unter die Arme. Ich habe keine Angst, wir gehen. Kleiner, ich habe zwei Worte für dich. Kämpfe! Tja, und ich habe drei Worte für euch, meine lieben Freunde. Ach, du Scheiße! Okay, das ist also Cerberus. Und wir versuchen ihn jetzt kaputt zu hauen, ja? Okay, Moment. Okay, diese Attacke ist ziemlich gefährlich. Weil sie euch treffen wird, weil sie so schnell ist. Aber nichtsdestotrotz werde ich dem Typen mal ein paar Blitze auf den Kopf hauen. Fuck. Zum Glück, meine Freunde, habe ich offscreen unsere Freunde hier ein bisschen mit Items ausgerüstet, so dass die uns heilen können, falls es denn verlangt wird, ja, aber ja, nichtsdestotrotz dürfte das ein extrem schwieriger Gegner werden, so. Ah, verdammt nochmal, ey. Verdammt. Jetzt komm, triff mal, Sora. Uff. Oh oh, weg. Okay. Das, meine lieben Freunde, ist eine ziemlich heftige Attacke, der man ausweichen muss. Verdammt nochmal. So, kommt's daher, ihr Hundis. Oh nee, schon wieder diese Attacke. Scheiße. Ich hoffe, Donald und Goofy werden nicht getroffen. Okay, Hundi, komm her. Wuhu. Okay, sie beißen also wieder, die Hunde. Die bellen, die beißen. Die knurren, ja? Oh, weg. Werde ich gerade geheilt? Nee, werde ich nicht. Sora, weg aus diesem Scheißmenü! Alter Schwede. Okay, die Hundis sind wütend. Sie haben Donald und Goofy schon ausgeschalten. Okay, jetzt wieder diese Attacke. Die ist mir eigentlich wurscht. Solange diese Hunde mal nicht übertreiben die ganze Zeit hier. Und Sora mal rollen würde, wenn ich es ihm sagen würde, Alter. Alter Schwede. Boah, schon wieder.
Spring, Sora, spring, du Wichser! Alter, wie ich mir hier die Finger kaputt drücke an diesen Tasten, ne? Und die Tasten einfach nichts bringen. Ach, verdammt, Mann. So, jetzt aber raufhauen hier. Ah, schon wieder dieser Teil. Naja, okay, wenigstens bleiben Goofy und Donald ein bisschen verschont. Oh, fuck. Ah, da ist er schon wieder tot, der Donald. Ey. So ein Mongo. Moment. Nee, ich setze es noch nicht ein. Ich setze es erst ein, wenn ich keine Leben mehr habe. So, jetzt aber. Ah, fuck. Sora, jetzt triff den Wichser. Ja! Maximum MP und Rotator gelernt. Das war's, Cerberus. Inferno-Wall erhalten. Und so ernenne ich euch hiermit zu Juniorhelden und übertrage euch alle Rechte und Privilegien, an den Spielen teilzunehmen. Des Weiteren... Hey, was meinst du mit Juniorhelden? Zu wahren Helden fehlt euch Grünschnäbeln schlichtweg noch das Zeug. Und was braucht man dazu? Tja, das ist etwas, das ihr schon selber rauskriegen müsst. Ganz genauso wie ich damals. Kein Problem. Wir werden in den Spielen beweisen, was wir drauf haben. Spiele gibt es sobald keine neuen. Muss erstmal das Chaos von der letzten Schlacht beseitigen. Okay, wir kommen wieder. Ich fasse es immer noch nicht. Der Junge hat tatsächlich Cerberus besiegt. Mal unter uns. Ich hatte Cerberus schon fix und alle gemacht, bevor der Kleine ins Spiel kam. Meine Lippen sind versiegelt. Heldenlizenz erhalten. Wunderbar, meine Freunde. Jetzt sind wir also Helden der Geschichte. Ja, und was mich jetzt ein bisschen anpisst, ist... dass wir Cerberus besiegen konnten, aber Cloud nicht. Und Cloud ist eigentlich der leichtere von beiden. Naja. Da vorne sitzt er ja. Na naja, okay. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hey, Cloud. Hey, alles in Ordnung? Ja. Warum hast du dich mit ihm überhaupt eingelassen? Ich suche jemanden. Und Hades hat versprochen zu helfen. Ich setzte auf die Macht der Dunkelheit. Aber das war ein Fehler. Ich fiel in die Dunkelheit. Ich konnte das Licht nicht finden. Du wirst es finden. Ich bin auch auf der Suche. Nach deinem Licht? Pass gut darauf auf. Wie wär's mit einer Revanche? Aber auf die Fähre-Tour, ohne finstere Mächte. Ich glaube, darauf verzichte ich. Sora hat das Perforieren erlernt, ja. Das ist eine Ability, das uns... dazu befähigt, das gleiche zu machen wie der liebe Cloud, ja. Also ihr perforiert da den Gegner richtig so. Bam, 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 bam. So richtig penetrieren, ja. Okay, können wir aber noch nicht ausrüsten, so, weil
Erstens verbraucht es 2 MP, das ist viel zu viel momentan noch. Und zweitens braucht es 3 AP und wir haben nur noch 2. Aber den Rotator werden wir ausrüsten. Das ist ein Angriff, der, ja, wie der Name schon sagt, rotiert. Einen Rotationshieb ausführt, so, ja. Jetzt, Sora, jetzt... Moment. Ach so, I, nicht U, ha, gut. Gut, was haben wir denn noch? Goofy Tackle. Ja, gut, wir haben keine AP mehr. Nichtsdestotrotz haben wir Items erhalten. Inferno-Wall. Alle Feuer- und Dunkelheitsschäden. 20% Abwehrkraft steigt. Okay. AP. Nein, das würde auch die AP wegmachen. Gut, ich würde sagen. Was mache ich denn da? Habe ich jetzt gerade... What the fuck? Hallo? Okay, habe ich den jetzt schon ausgerüstet gehabt? Nee, oder? Inferno-Wall. Ja. Super, okay. Donald hat das Richtige. Items. Wow. Die... Seht ihr, ich habe 3 Items. Ich habe 2 verbraucht, um mich zu heilen, ja? Aber das nur in Notsituationen. Donald hat keins mehr von seinen 2? Und Goofy hat keins mehr von seinen 5, Alter. Das ist genau der Grund, warum ich den 2 niemals Items gebe. Weil sie einfach so übertrieben damit rumschmeißen. Aber okay, zu Bosskämpfen ist es eben nötig, ja. Bis wir halt Vita und so haben, ja. Gut. Moment. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen zurück. Nach Traverse Town. Ist stark, ist nett, ist immer für einen da und schön ist er auch. Er ist vollkommen, in jeder Hinsicht, vollkommen nervtötend. Der macht mich wahnsinnig. Moment, warum mache ich mir Sorgen? Ist doch alles arrangiert. Ganz ruhig. Oh, ganz einfach. Soll Herkules doch den Jungen trainieren. Bei den nächsten Spielen kassieren sie beide. Wer hat dich denn zu der Party eingeladen? Halt dich da raus. Das ist meine Show. Wie du wünschst. Vielleicht gewinnst du ja tatsächlich. Tja, wenn 2 Böse sich streiten, freut sich der Gute. Okay, meine lieben Freunde. Wir könnten jetzt zwar direkt in die nächste Welt, jedoch will ich noch ganz kurz zurück zur Stadt Traverse. Denn da müssen wir noch einige Besorgungen machen. Und dann werden wir uns erst im nächsten Part zur neuen Welt begeben, ja. Aber jetzt brauchen wir noch ein paar Tränke, denn Donald und Goofy haben ja alle... wie schon erwähnt, aus dem Fenster gejagt. Und ja, wir brauchen einfach ein paar Sachen, ne? Weil in dieser Welt, in die wir jetzt gehen, da brennt die Hölle. Da ist das Arschloch ist da richtig auf, ne? Und deshalb müssen wir uns da ein bisschen ausrüsten, um uns den Aufenthalt ein bisschen genehmer zu gestalten. So, lieber Gummijet, gib ein bisschen Gas. Ich hab noch heute was vor. Sonst stehe ich bald auf der Straße. Und in dieser ruhigen Stunde, meine Freunde, könnt ihr mir eigentlich erzählen, wie ihr das Projekt so findet. Jetzt, da wir sowieso ein bisschen im Weltall rumpimmeln und das Video nicht sonderlich spannend ist, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie findet ihr das ganze Projekt? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Was gefällt euch besonders daran? Was könnte ich noch verbessern oder eurer Meinung nach anders machen?
Und habt ihr Vorschläge für die Zukunft? Was da noch alles machbar sein könnte? Ich erwähne es nochmal. Ich werde einen Livestream machen, wo wir gemeinsam das Gummischiff bauen werden. Mit euch, ja. Ihr und ich. Wir alle miteinander. Wenn ihr aber weitere Vorschläge habt oder Ideen, dann her damit. So, da sind wir aber auch schon wieder. In Traverse Town. Und hier auf einmal ist so ein Typ mit einem Bommel auf dem Kopf. Irgendwo findet ein großes Turnier statt, Kupo. Ja, ja, da waren wir gerade. Da haben wir gerade verloren. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das nervt mich, dass ich gegen Cloud verloren habe. Naja, was will man tun, ne? Kann man nicht wirklich viel machen. So, was wir aber machen können, meine Freunde, da wir jetzt schon mal hier sind. Das ist übrigens der Rotator hier. Dieser Move. Oh ja! Bitch! So, Moment. Die hinteren zwei Kerzen werde ich ausmachen, so. Oh. So, das war's. Wir mussten nämlich alle Kerzen ausmachen, um, ja, die Truhe hier zu öffnen. Und wir erhalten einen Schutzengel. Ja, der Schutzengel, meine lieben Freunde, ermöglicht uns, unsere Verteidigung ein wenig zu erhöhen. Ja, werden wir aber noch nicht einsetzen. Hey, feine Dame. Alle, die nicht mehr wissen, wohin sie kommen sollen, kommen in diese Stadt. Woher ich komme, das geht dich nichts an. Stelle diese Frage hier nicht. Hier hat eine unglückliche Vergangenheit. Ja, Traverse ist also wie die Schweiz, ja. Kann man so auffassen. Wer seine Heimat, wer seine Heimat verliert, der kommt einfach hier hin, ne? So Multikulti. Ja. Gut, Item laden. Denn hier wollten wir eigentlich hin und noch ein paar Sachen besorgen. Ein paar Sachen einkaufen hier für den Weihnachtsmann. Willkommen! So, ich möchte etwas kaufen. Ich würde sagen, Moment. Ich will mehr als nur eine. Kann man hier nicht die Dinge erhöhen? Sura. Okay, nochmal, nochmal. Mehr passt da nicht rein, okay. Donald noch eins. Goofy noch eins. Donald nochmal eins. Und Goofy noch eins. Und dann haben wir noch die Truhe. Und dann haben wir noch eine Truhe. Und dann haben wir noch eine Truhe. Und dann haben wir noch eine Truhe. Kann man die Dinger hier nicht stapeln? Das ist doch doof. Und seit wann hat Sora nur einen Slot? Okay, ich würde sagen, das reicht, sonst sind wir hier bald noch arm. Moment. Ich würde gerne ein paar Sachen hier sehen. Mann, Mann, Mann. Der Stab besitzt magische Kräfte auch für physische Angriffe verwendbar. Eignet sich gut für den Kampf, hat eine hohe Durchschnittsschlagskraft. Aber die MP sinken um einen Punkt, okay. Buckler dient nur dem Offensivkampf. Tut mir leid, Freunde. Großer Schild, ein eher für die Abwehr gedachter Schild. Schützt vor diversen Angriffen, okay. Noch sind also diese Waffen hier überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht zu gebrauchen. Gut, dann verkaufen wir mal etwas. Ach so, der hat ja noch eine Megaportion, stimmt. Die Diamanten können wir eigentlich verkaufen, oder? Ja, ja. Gut. Gut, 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 gut. Alles klar. So, meine lieben Freunde, dann würde ich auch wieder sagen, das war's für diesen Part. Seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn wir in die neue Welt gehen. Ja, was für eine Welt das ist? Ja, wer weiß. Seid gespannt. Aber ich kann euch verraten, da wird's ziemlich abgehen. Und ist auch eine meiner Lieblingswelten, wenn man das so schön spoilern darf. So, jetzt wünsche ich euch allerdings einen wundervollen Tag. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, Tschüssikowski, euer Sephiron.